Ich bin Jürgen Appelt, ich arbeite als Projektkoordinator im Projekt Jugend beteiligen jetzt bei IABV. Mein Name ist Sophia Sandmann, ich arbeite als Referentin im Projekt Jugend beteiligen jetzt für IABV. Hallo, mein Name ist Verena Ketter. Ich bin an der Hochschule in Esslingen, die man hier im Hintergrund sehen kann, Professorin für Medien in der sozialen Arbeit. Studierende haben zusammen mit mir im Rahmen des Projektes Jugend beteiligen jetzt diesen MOOC entwickelt. Wir stellen uns die Umsetzung der Online-Planung in ein reales Barcamp schwierig vor. Welche Erfahrungen haben Sie in der Durchführung eines online geplanten Barcamps? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass online geplante Barcamps mit unserem Camper-Tool sehr gut funktionieren, eben weil es eine besonders gute Schnittstelle zwischen Online und Offline bietet, sodass auch die Konferenz im Vorhinein geplant werden kann, die Teilnehmer bereits eingebunden werden können, sehen können, wer sie dort erwartet, welche anderen Teilnehmer dort vor Ort sein werden und sich auch schon einbringen können mit eigenen Ideen zu Workshops oder Sessions, die sie selber anbieten möchten. Und insofern bietet das einfach eine ganz gute Schnittstelle in der Vorbereitung. Zusammen mit Studierenden habe ich Barcamps in Hochschulkontexten und in der sozialen Arbeit vorbereitet und geplant. Deutlich wurde hierbei, dass neben der Online-Planung und Vorbereitung es auch der klassischen Bewerbung bedarf. Das heißt also, es wurden Flyer gedruckt, Plakate gedruckt und aufgehängt. Und ganz entscheidend war auch die direkte Ansprache, in der das Format, was denn eigentlich ein Barcamp ist, erläutert wurden. Hier wurde uns oft entgegnet, ein Barcamp ist also sowas wie Open Space. Welche Faktoren müssen für eine gelungene Durchführung eines Jugendbarcamps Ihrer Meinung nach berücksichtigt werden? Naja, es kommt schon darauf an, dass man natürlich gute Räumlichkeiten hat. Das ist schon wesentlich, also dass mehrere Sessions parallel laufen können und dass entsprechend auch technische Voraussetzungen gegeben sind. Natürlich, dass es eine ordentliche Struktur hat, also dass tatsächlich gut und diszipliniert getaktet in den Session-Slots die entsprechend schon vorher eingesammelten, mitunter über das Barcamp-Tool eingesammelten Session-Vorschläge dann auch eine Umsetzung finden. Grundsätzlich ist es so, dass ein Barcamp natürlich im Bereich Jugendbeteiligung auch nur hilft, wenn es tatsächlich auch ernst gemeint ist und dass es tatsächlich auch offen genug ist für alle Themen, die an Jugendlichen eingebracht werden. Das wichtigste Element bei der Durchführung eines Barcamps ist in meinen Augen die Internetverbindung. Menschen, die nicht körperlich vor Ort sein können, um an dem Barcamp oder an einzelnen Sessions teilzunehmen, haben über das Internet die Möglichkeit, ihre Sichtweisen, ihre Stimme, Positionen einzubringen und sich an der Diskussion zu beteiligen. Als gut herausgestellt haben sich kleine Sessions, die noch unmittelbar vor dem Beginn eines Barcamps stattfinden. In diesen Sessions können beispielsweise das kollaborative Schreiben, also das Etherpad, wie funktioniert das, erprobt werden, um dann während des Barcamps tatsächlich auch hierauf zurückgreifen zu können. Welche Chancen für Jugendbeteiligung sehen Sie in Jugendbarcamps? Abgesehen von einem aktiven Bildungsprozess liegt die Qualität eines Jugendbarcamps in der authentischen und direkten Wiedergabe von Stimmen Jugendlicher. Das heißt also, ungefiltert, ohne einen Vertreter, können die Sichtweisen, Meinungen von Jugendlichen wahrgenommen werden und es kann direkt diskutiert werden. Ich finde, Jugendbarcamps sind eine ganz tolle Möglichkeit der Beteiligung für junge Leute, die auch einen großen spielerischen und kreativen Aspekt mit reinbringen, eben weil die Gestaltung der Sessions so offen ist. Wie sehen Sie das Zukunftspotenzial der Jugendbarcamps? Ich denke, das Format ist zwar schon relativ alt, aber nicht so bekannt in pädagogischen Zusammenhängen.
Und da gibt es eine ganze Menge, wo sich das etablieren kann. Also tatsächlich in verschiedensten Veranstaltungen taucht jetzt plötzlich immer wieder auch der Begriff des Barcamps auf. Und insofern sieht man, es könnte ein Stück Mainstream werden und vielleicht dann auch gleichberechtigt stehen neben Formaten wie Open Space oder World Café, sodass Jugendbarcamps dann schon auch rein als Format methodisch eine Umsetzung finden kann auf Dauer in pädagogischen Kontexten. Das wäre ganz gut. Darauf zielen wir eigentlich auch ab mit dem Barcamp-Tool, weil wir natürlich denken, es muss alles, was, sag ich mal, organisatorischen Aufwand bedeutet, möglichst entschlackt werden. Also alles, was man an Teilnehmermanagement, alles, was man braucht, um online eben halt auch vertreten zu sein, dazu einzuladen, etc. Alles, ja, letztendlich, was ja doch immer sonst händisch viel Arbeit macht und wo man vielleicht auch mitunter was vergisst, das kann gut abgefangen werden durch das Barcamp-Tool. Da wird man quasi stufenweise geleitet, was man bedenken muss bei der Veranstaltung des Barcamps. Und je leichter das ist, für jedermann, jede Frau sowas zu organisieren, umso mehr wird sich auch das Format dann weiter durchsetzen und noch weiter etablieren, was es jetzt schon sicher ist. Oh.